Da bin ich auch schon wieder und irgendwie ist gerade die Hintergrundmusik verschwunden. Naja, gucken wir mal da rein. Save State. Ton, Sound, Musik. Ah, man hört was. Was ist das? Aus irgendeinem Rollenspiel, würde ich mal sagen, sind die Viecher. Ich laufe da rein. Rollenspiel passt auch dazu, dass ich hier auf einmal meine komische HP-Anzeige habe. Und hier komische Viecher habe, die alle irgendwas anderes können. Der wirft Hämmer, der macht Eis. Das Vieh nervt. Dann habe ich hier ein Licht, was mich irgendwo hin teleportiert. Ach genau, jetzt muss ich hier die einzelnen Viecher töten. Nee, hier weitergehen. Ist schon zu lange her, dass ich das Let's Play geguckt habe. Wo bringst du mich hin? Danke. Ah, stirb doch mal bitte. Ja. Leute, tut mir leid, dass ihr das hier jetzt mit den Revans erleben müsst, aber ich will das Projekt abschließen und hier in der letzten Welt kann man es mir wohl mal verzeihen. Was bist du für einer? Okay. War das jetzt richtig? Was wäre denn, wenn ich das andere Licht genommen hätte? Safe State. Tötest du mich? Ja. Hallo? Hau erstmal ab. Ach, da ist eh nur so ein HP-Dingsbums-Heiltrank drin. Danke. Ich will den Sigil getötet haben, danke. So. So, was ist im Rechten? Ein Kampf mit vier Gegnern. Und Sprite Lag. Was ist hier drin? Ich weiß jetzt nicht, welcher Weg irgendwie zum Ziel führt. Ich laufe hier einfach mal blind links irgendwo lang. Und die Viecher nerven. Ich halte mich hier einfach mal links. Bin ich hier irgendwie rechts gegangen? Keine Ahnung warum. Ich hoffe nur, dass es nicht derselbe Kampf, den ich schon mal gemacht habe. Ich will aber das da noch mitnehmen. So. Gehen wir jetzt mal hier links lang. Töten die Viecher. Töten die Viecher. Töten, danke. Den auch und den letzten. Ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Viecher irgendwie nervig sein könnten. Geh jetzt mal hier rein. Und da auch links. Und bin jetzt bei zwei gelben Viechern. Geh dann nochmal links. Bin wieder bei zwei gelben. Ich glaube, das ist Fail. Jetzt bin ich wieder hier am Anfang. Jetzt will ich aber noch das Ding haben, bevor ich den töte. Ja, treff mich mal.
Jetzt treffe ich dich. Gut, gehe ich mal ganz am Anfang rechts. Fail, links. Gehe ich nach dem Kampf hier mal rechts. Einfach da rechts rein. Habe es hier zwei von diesen Viechern, die ich definitiv noch nicht hatte. Also zumindest in dem Level hier noch nicht. Also in hier mit dem Kämpfen und so. Ha, links. Midway Point, yay! Und noch so ein Warp. Kampf? Was bist du denn für ein Putziger? Ach, bist du süß. Ist jetzt unsichtbar oder was? Oder was ist los? Hier. Nee, toll. Wie soll ich gegen was Unsichtbares kämpfen? Ah, ja. Danke. Na, mach mal was. Und jetzt? Ah, ja. Wie oft muss ich dich denn noch treffen? Spawnst du wieder so ein scheiß Vieh? Irgendwie witzlos, dass der Kampf. Und das war auch nur ein Zwischenkampf, jetzt geht's noch weiter. Ganz toll. Wahrscheinlich genauso spannend wie vorher. Ach, jetzt gibt's viele von diesen Puscheln, die aber nur schnell tot sind. Mhm. Ja. Egal. Ja, so. Ich versuche mal an die Münze ranzukommen. Geht nicht. Ich war gerade ein bisschen ruhig, weil ich irgendwie ein bisschen in den Gedanken war. Tut mir leid, sollte nicht passieren, aber ich versuche hier genau das. Ja. Machen wir das so, ist er weg. Ja, ich war gerade in den Gedanken, weil mich da was aus Real Life beschäftigt hat. Sollte im Let's Play eigentlich nicht passieren, aber Real Life ist leider immer vorhanden und ja. Egal. Noch ein Mario. Ja. Ja, so. Aber wie gesagt, irgendwie ist es mir das Level ein bisschen witzlos und eintönig. Hier sind jetzt die 5 Yoshi Coins. Und hier ist der komische Drache. Ja.
dem ich glaube ich auch immer auf den Kopf springen muss, wenn er runterkommt. Ja, hier zum Beispiel. Ja. Aber halt, der kommt wieder runter. Was machst du jetzt? Disco Laser, yeah! Ja. Schön, dass ich mal wieder meine eigene HP-Anzeige nicht sehe. Feuer. Was auch immer das hier zu bedeuten hatte. Ja, also wie gesagt, das gesamte Level, der gesamte Kampf. Ich würde mal fast sagen, es sind zwar nette Spielereien drin, aber Level Design technisch nicht sehr toll und so. Man möchte fast behaupten, da hat der Designer die Lust verloren an dem Spiel. Also alles, was vorher war, auch die paar Level vorher, die waren nicht schlecht, aber wie gesagt, in dem Level muss ich sagen, nee, nein, danke. Jetzt fliegt er weg. Macht da so einen komischen Megabeam, vor dem ich mich irgendwie nicht retten kann. Hier sterbe ich. Nee, hier sterbe ich nicht, hier kann ich mich retten. Dann rewind ich, verstecke mich da drin. Smashing. Jetzt kommen hier so Eiskometen, die mich treffen. Da ducken, genau. Da springen. Ducken. Ducken. Springen. Ja. Ich würde auch mal sagen, das hier ist der letzte Part dieses Projektes. Damit ist das dann abgeschlossen. Und damit haben wir dann... warum ist das hier so epic, sprite-laggish und so? Na komm runter. Warum auch immer der mich jetzt getroffen hat, egal. Ja, das hier ist der letzte Part. Somit haben wir unser erstes Projekt vollständig abgeschlossen. Und ja. Ist auch mal schön, endlich mal ein Projekt fertig abgeschlossen zu haben. Nach, ich weiß nicht, 8 Monaten Let's Playen, ein Projekt abgeschlossen, viele andere am Laufen. Nicht gerade optimal, aber naja. Hauptsache, ich habe mal Spaß am Let's Playen und ihr habt... Ah ja, ich habe jetzt also keine HP mehr. Wenn ich jetzt getroffen werde, bin ich tot. Schön zu wissen, weil ich ja ach so eine tolle HP-Leiste habe. Hier verstecke ich mich wieder, wunderbar. Boah. Ich hoffe mal, dass das Ganze relativ schnell beendet ist, weil im Prinzip kannst du hier auch nur warten und gucken, dass er in seine richtige Form kommt, wo ich ihn dann treffen kann und so. Wie gesagt, witzlos. Langweilig. Nichts anderes. Und hier wird... Das... Muss ich echt sagen, dieser Part ist der schlechteste überhaupt, weil ich hier so unmotiviert durchrenne, nicht weil ich keine Lust auf das Spiel habe, sondern weil dieses Level hier eigentlich keine Lust bringt. Also von daher beschwert euch nicht bei mir über die mangelnde Moderation, sondern beschwert euch beim Hackersteller.
wieder runter? Ja. Na. Ja. Noch zweimal oder wie? Jetzt kommen wieder die Kometen. Ja. Hm. Oh, ah. Ja. Jetzt macht er wieder den. Jetzt verstecken wir hier. Na komm. Streck mir noch mal deine Fresse entgegen, dass ich draufspringen kann. Nein. Macht er natürlich nicht. Warum auch? Man kann ja das Ganze noch mal unnötig in die Länge ziehen. Also wie gesagt, ich bin jetzt total unmotiviert, gebe ich zu, aber das liegt einfach nur an dem schlecht designten Level und an dem schlecht designten Boss. Sorry, aber was anderes ist das hier nicht. Und hüpf. Und hüpf. Da kommst du noch mal runter. Ja. Tot? Ja. Geschafft. Oder kommen nochmal 5 Teile des Levels. Ich glaube, das war's. Ja. To be continued, ja. Wie gesagt, aber da hat meiner Meinung nach der Hersteller auch die Lust verloren, denn soweit ich weiß, ist die fertige Version nie rausgekommen. Das hier sollte wohl nur eine Demo sein, ist jetzt aber wohl zum endgültigen Hack geworden. Sekunde, ich trinke nochmal kurz einen Schluck. Zumindest wäre mir nicht bekannt, dass das Ganze noch in der fertigen Version rausgekommen ist oder dass daran noch gearbeitet wird. Sollte jemand von euch nähere Infos dazu haben, könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Aber meiner Meinung nach wurde das Ganze nie vollendet. Was man auch daran merkt, dass in dem Level hier einfach nur lustlos alles hingeklatscht wurde und kein Leveldesign drin. Grafisch auf jeden Fall nett designt, aber spielerisch kein Leveldesign drin war. Ja, wir können nochmal das To Be Continued angucken. Wieder dieser Wendy-Screen und tot. Ja, das ist das Ende dieses Let's Plays. Das ist somit abgeschlossen. Das waren jetzt nochmal 2, 4, 5 Level. Das Geisterhaus 6 Level. Mit dem Secret Exit im Fort of Gravity 7 Level. Und ja, alles klar. Wir, ja gut, wir sehen uns dann nicht mehr im nächsten Part. Das war's jetzt soweit von dem Let's Play. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen und ja. Dann werde ich jetzt mal gucken, dass ich die anderen Projekte soweit nach und nach durchkriege. Beziehungsweise, ja, nach StarCraft, werde ich StarCraft 2 doch neu als neues Projekt anfangen. In Vorbereitung auf die StarCraft 2 Erweiterung. Was ich alles, glaube ich, schon mal erwähnt hatte. Naja, dann wird das der Rest halt leider so lange pausiert sein müssen. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Bis dahin und tschüss.